KTM 890 Duke für 2021 vorgestellt. Willkommen bei den Motorrad-News. Nach der 890 Duke Air schiebt KTM mit der 890 Duke eine neue Standardversion des Skalpells hinterher. Der 889 Kubik Zweizylinder leistet in der Duke 115 PS und ein maximales Drehmoment von 92 Newtonmeter. Die neue Duke hat einen um 20% höheren Anteil an rotierenden Massen, was die Kurvenstabilität verbessert. Außerdem wurde der Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen sowie bei Halbgas ruhiger. Der Euro 5-konforme Motor wird mit einem Verbrauch von 4,8 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Er wurde als tragendes Teil in den Chrom-Molybden-Stahlrahmen integriert. Als Trockengewicht wird für die Duke 169 Kilogramm angegeben. Die Duke verfügt über die drei Fahrmodi-Rennen, Street und Sport, die sich auf die Gasannahme, die Traktionskontrolle, Maximalleistung und die Anti-Weary-Steuerung auswirken. Optional gibt es zusätzlich den einstellbaren Fahrmodus Track. Auch eine Launch-Kontrolle ist vorhanden. Gefüttert werden die Systeme mit Daten aus dem Steuergerät, die Infos von einem 6D-Sensor bekommen. Im Vergleich zur R-Version wurde die Standard-Duke mit einer niedrigeren Sitzhöhe gestaltet, die 820 mm beträgt. Die komplette Beleuchtung nutzt LED-Technik. An der Front wird mit zwei schwimmend gelagerten 300 mm Bremsscheiben verzögert. Die Bremssättel und Beläge wurden überarbeitet. Das ABS berücksichtigt die Schräglage. Die neue Duke wurde mit einem verkürzten Schalthebel ausgestattet, kommt mit leichteren Federn und mit einem neu abgestimmten Quickshifter, der allerdings aufpreispflichtig ist. An der Front arbeitet eine verbesserte WP-Apex-Federung, in Form der 43 mm Upside-Down-Gabel mit Open-Cartridge-Technologie, hinten arbeitet ein Gasdruckstoßdämpfer. Danke fürs Schauen! Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findest du auf motorcycles.news oder in der kostenlosen Motorrad-Nachrichten-App für Android und iOS.